Eine ähnliche Aussage ist auch übrigens, die man auch in den sozialen Netzwerken immer wieder sieht, auch von der islamischen Perspektive her betrachtet, eine korrupte Aussage, die aber seltsamerweise auch in der Community sehr gefeiert wird, wahrscheinlich weil sie von irgendeinem Ghetto-Gangster, einem versifften Ghetto-Gangster ausgesprochen wurde und er darin das Wort Gott erwähnt hat. Denn es ist Tatsache, dass wir haben eine diverse Naivität. Und sobald jemand das Wort Gott in den Mund nimmt oder vielleicht auch das Wort Allah in den Mund nimmt, dann wird diese Aussage gefeiert, eben weil sie einen Star erwähnt hat, wie ein Rapper oder irgendein Poet und Literat. Man freut sich eben an diesem Wort Gott oder Islam oder Allah, was er erwähnt hat. Auch wenn die Aussage auf der Waage der Scharia ein fataler, schwerwiegender Fehler ist. Und diese Aussage ist, nur Gott kann mich richten. Nur Gott kann mich richten. Diese Aussage ist genau wie die Aussage, Hauptsache das Herz ist gut, ein fataler Fehler. Diese Aussage widerspricht nicht nur dem Islam diametral, also ich meine, nur Gott kann mich richten. Sie ist direkt oder indirekt auch ein Aufruf zur Anarchie. Jeder Mensch ist verantwortlich für seine Aussagen und Taten, hat sich auch vor dem Rest der Menschheit zu verantworten. Und er wird für seine Handlungen und ihre Konsequenzen belangt. Das ist ganz normal. Oder wie fände man es, wenn ein Mörder vor dem Gericht sagt, nur Gott kann mich richten? Das macht natürlich keinen Sinn und das führt zur Gesetzlosigkeit.